Keine 15 Sekunden rollte der Ball im Vodafone Park von Istanbul, da ruderte Thomas Müller bereits wild mit den Armen und regte sich lautstark über seinen Lupferpass, auf der Robert Lewandowski relativ deutlich verfehlt hatte. Zu hören war der Kapitän des FC Bayern gewiss nicht, schließlich war er im SEM-Moment nur eine von knapp 42.000 Stimmen Arena im Herzen der türkischen Metropole vom Anstoß an zum Beben brachten. Die Szene stand jedoch sinnbildlich für den Stellenwert, den C-Partie für Münchner hatte. Viele hatten mit einer B11 gerechnet. Nach dem 5:0-Erfolg im Hinspiel gegen Besiktas wäre das auch wenig überraschend gewesen. Doch Jupp Heynckes hegte andere Pläne, Müller, Lewandowski, Frank Ribéry, Arturo Vidal, Mats Hummels etc. Diese Elf hätte genauso gut in einem Halbfinale gegen den FC Barcelona auf dem Rasen stehen können. Bayern probte beim 3:1, 1:0 den Ernstfall, und das ist auch gut so. FC Bayern hält Spannung hoch, der deutsche Rekordmeister agierte von Beginn an konzentriert, setzte angriffslustigen Türken früh unter Druck und konterte seinerseits immer wieder gefährlich. Das energische Pressing belohnte Thiago bereits in der 18. Minute nach Flanke von Müller. Von Urlaubszwilling am Bosporus keine Spur. Das 2:0 direkt nach der Pause ließ Lautstärke im sonst unermüdlich lärmenden Vodafone Park gar zeitweise von Pforte auf Mezzopforte absinken. Video: Heynckes lobt Bayern, eine große Leistung, wir wussten, dass hier eine gute Stimmung herrscht. Wir haben versucht, von Beginn an konzentriert zu spielen. Wir hatten ein paar unnötige Ballverluste, aber unter dem Strich haben wir das gut gelöst, resümierte Jerome Boateng bei Sky. Auch sein Pendant Mats Hummels lobte im ZDF, es ist ganz wichtig, dass Mentalität stimmt und in jedem Spiel da ist FC Bayern, dann ist das auch menschlich. Dass sich in der zweiten Halbzeit einige Fehler einschlichen, war für Heynckes, der mit seinem 11. Sieg in Folge in der Königsklasse einen neuen Rekord aufstellte, mehr verständlich als bedenkenswert, wenn man dann irgendwann 7:0 führt. Dass man hier und da nicht immer so konzentriert spielt, ist auch menschlich. David Alabas Fauxpas in der 59. Minute, der zum Gegentreffer durch Wagner Love führte, ist in der Auflistung sehr Unkonzentriertheiten wohl eher zu verkraften, als mittlerweile 5 vorbelasteten Spieler, mit denen Bayern ins Viertelfinale geht. Neben den ohnehin schon doppelt verwarnten Lewandowski, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso und Sebastian Rudi handelte sich auch Boateng seine zweite gelbe Karte ein. Hinzu kam Hummels erste. Eine zusätzliche Bürde, sich Heynckes, genau wie den während des Spiels erneut verletzten Thiago, hätte sparen können. Sein Credo, lieber auf dem Weg zum ganz großen Coup einige Opfer bzw. Gefahren in Kauf nehmen, als Fehler seiner Vorgänger Pep Guardiola und Carlo Ancelotti zu wiederholen. Jupp Heynckes schafft den Spagat, denn was könnte schlimmer sein, als den Rhythmus zu verlieren, wenn für europäischen Top-Teams wie Barcelona und Manchester City die Saison erst so richtig losgeht? Momentan schafft es Heynckes, sein komplettes Star-Ensemble bei der Stange zu halten. Der Erfolgscoach hat eine Art gemäßigte Rotation eingeführt, etwa einem Rafinha und einem Sandro Wagner, der sich übrigens passend zu seinem Charakter mit der Brust für das dritte Bayern-Tor in Istanbul verantwortlich zeichnete, 84. Chancen eröffnet, als auch einen Vidal und einen Müller immer wieder zu Höchstleistungen anstachelt. Konkurrenzkampf trifft Kontinuität. Was kann sich ein Trainer mehr wünschen? Sandro Wagner, FC Bayern, Eurosport. Gerade kritische Reaktion Müllers zeigt, dass sich das Team mit nichts anderem als Top-Leistungen zufrieden gibt. Besiktas hat offensiv viel versucht, aber auch Räume gelassen. In der zweiten Halbzeit war es dann ein wildes Spiel. Ich kann mich selten an ein Spiel erinnern, wo wir so viele leichte und einfache Ballverluste hatten. Die zweite Halbzeit hat sich jetzt nicht wirklich super angefühlt, drohende Gelbsperren hin oder her. Aktuell dürfte jeder Viertelfinalist 3 Kreuze machen, wenn der Lostopf am Freitag nicht unbedingt den FC Bayern als kommenden Gegner ausspuckt. Video: Heynckes ganz entspannt. Bei gutem Los hat man es oft schwer.